Sinnkrise, Liebeskummer, innerer, äußerer Kampf. Hallo erstmal. Hallo. Wir haben ja schon das ein oder andere Wort miteinander gewechselt vor unserem jetzigen Gespräch. Und wir wollten eigentlich über Liebeskummer noch einmal sprechen. Ja, Und richtig. irgendwie sind wir gerade an den Punkt gekommen, das ist vielleicht auch das, was bei unserem letzten Gespräch so für mich zumindest auch ein Thema ist, nämlich das Kämpfen für etwas, das Kämpfen gegen etwas, das Kämpfen von etwas loszukommen, von einem Gefühl vielleicht auch loszukommen oder irgendwo hinzukommen und sich dann besser zu fühlen. Und du hast beschrieben, dass du auch gerade in deiner Lebenssituation so, naja, vielleicht auch so die Sinnfrage in den Raum stellst und sagst, was soll denn das eigentlich alles? Es fühlt sich gerade an vielen Stellen auch im Alltag so an, als würde es permanent nur Kampf sein, im Außen wie im Innern. Es gibt also wenig Raum für Ruhe und für das, was ich vielleicht, ich weiß nicht, ob du es anders nennen würdest, aber das, was als Zufriedenheit beschrieben werden könnte und dementsprechend auch Ruhe sein darf. Ja, die Balance ist irgendwie nicht mehr nicht mehr richtig da, oder es wird nicht mehr ausbalanciert so. Also es gibt zu den ganzen Situationen, die sich wie Kampf anfühlen, und ich würde mal dir unterstellen, dass das, was sich da als Kampf anfühlt, ja oft auch dahinterliegend mit einem positiven Zweck verbunden ist. Also ich kämpfe für etwas Positives, für ein bestimmtes Ergebnis, beruflich, persönlich, privat. Aber es ist eben Kampf, es ist eben nicht verbunden mit Entspannung, es ist nicht verbunden mit Ruhe, es ist nicht verbunden mit, kommt eben nicht zur Ruhe, der Kampf hört nicht auf. Kann man das so sagen? Ja. Was würdest du dir wünschen? Stattdessen. Also wenn du sagst, ein Ausgleich, ist es ein Gegenpol oder ist es eine Balance? Und wenn ja, wie würde die vielleicht aussehen? Also ich habe da in dem Bezug auch so ein bisschen drüber nachgedacht, gerade auch bezüglich des Themas Liebeskummer, beziehungsweise wie war die Situation, als ich in der Partnerschaft war, hatte ich da ein ähnliches Gefühl. Ein Nur, dass ich ähnliches auch Gefühl von Kampf, meinst du, oder? genau das mit dieser Kampf, der im Äußeren und auch mit mir selbst quasi so stattfindet, dass ich den so gespürt habe. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe es nicht zugelassen. Den zu Das, spüren? ja, genau. Weil es ja auch oft von der Gesellschaft so ein bisschen runtergespielt wird, so das Leben ist kein Ponyhof nach der Devise. Also Ne? es muss praktisch Kampf sein und von daher Genau. ist Kampf ein normaler Zustand. Ja. Also ich glaube, ich habe ganz viele Sachen auch einfach so runtergeschluckt oder halt so, naja, natürlich auch verdrängt, die mir jetzt bewusster geworden sind, auch nach der ganzen Arbeit mit dir. Und was ich mir allerdings wünschen würde, in der Hinsicht ist, dass man, also dass es zumindest mir in der Beziehung auch so ging, dass ich das ein bisschen ausgleichen konnte, weil man dieses Gefühl von Geborgenheit und man steht dem Ganzen nicht alleine entgegen, auch so ein bisschen, konnte man so in der Beziehung zumindest teilen, ja. Also es gab praktisch zwei, wenn ich das so als Bild betrachten würde, es gibt also zwei Kämpfer und somit gibt es eine entsprechende Verbundenheit
in dem, wofür man oder wogegen man kämpft. Kann man das so Genau. sagen? Ah, okay. Genau. Also es wird so ein bisschen halt verteilt und man fühlt sich nicht ganz so alleine. Ja. Und obwohl ich da auch an dem Punkt noch sagen will, es kommt natürlich auch darauf an, wie, ob man das überhaupt thematisiert oder ob das einfach dann nur so ein Escape ist, ne? Ja, Also ja. ob man das dann in der Beziehung, ob man das überhaupt wahrnimmt und dann quasi so in der Beziehung seine eigene heile Welt aufbaut, aber obwohl es vielleicht auch gar nicht in der Beziehung heil ist. So war es jetzt bei mir persönlich jetzt nicht. Es gab schon den Austausch über schwierige Situationen und Krisen. Und man konnte es irgendwie halt ein bisschen auf mehrere Schultern ein bisschen besser verteilen. Und was ich halt jetzt erlebe, ist, als Alleinstehende sozusagen, dass die Last schon einen erdrückt so ein bisschen. Und das Verteilen zum Beispiel auch auf Freunde oder sowas nicht die gleiche Qualität hat. Würde ich auch sagen. Also der Umgang ist halt ein anderer. Und vielleicht ist jetzt aber noch eins zu viel gespannt, aber man sagt ja auch oft, man muss erstmal irgendwie mit sich selbst klarkommen, um dann wieder mit jemandem zusammen sein zu können oder so, ne? Ich finde, das ist schon echt sehr, sehr viel Arbeit und auch eine schon irgendwie schon wieder so ein Kampfaspekt, dass man sagt, na, du musst mit dir selbst erstmal klarkommen, du musst mit dir selbst kämpfen, bevor du das irgendwie auch wieder mit jemandem teilen kannst. Also ich finde, es lastet einfach sehr stark auf den eigenen Schultern und diesen ganzen Alltagskampf mit seinem Äußeren wie auch mit seinem Inneren ist sehr, sehr belastbar. Also sehr belastend. Ja. Kenne ich sehr gut. Ja. Können wir jetzt sagen, sind wir jetzt ein Team, wo wir wissen, wir kennen uns mit Kampf aus, wir wissen, wie Kampf geht. Und ich würde dann aus meiner Perspektive das so ehrlich betrachten wollen, dass wir ganz offensichtlich uns darin einig sind, und vielleicht würdest du es anders nennen, dann darfst du das gern ergänzen. Ich würde es offensichtlich so beschreiben, dass wir uns und das, was das eigene und das Beziehungsleben und das Leben im Außen und im Inneren ist, offensichtlich ein Schlachtfeld ist, was es nur gut genug zu bekämpfen gibt, um dann irgendwann, und ich nehme an, dass das die Vorannahme ist, da anzukommen, wo man hin will, nämlich zu irgendwie einem Moment, und hoffentlich ist er ein bisschen länger als vielleicht nur ein kleiner Moment und Augenblick, von Zufriedenheit, von ah, jetzt ist es geschafft. Genau, Jetzt ist und es ich, okay. ja. Und ich glaube so ein bisschen, dass dieses Gefühl von Zufriedenheit und das Okay-Sein, das könnte man, oder zumindest ging es mir so, in der Partnerschaft hat man so durch diese Zweisamkeit so ein bisschen erreicht, ne, dass man auch so ein bisschen, das gegenseitige Halten irgendwie auch, körperlich auch zum Ausdruck bringen konnte. Und, dass das jetzt halt zum Beispiel in meiner Situation oder halt auch als alleinstehende Person sich selbst zu halten schon mal ein bisschen schwierig. So. Ist das okay? Offensichtlich in den falschen Hals gekriegt. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz Kaffee wischen gehen. Ja, mach mal. Jetzt wieder. Die Stimme ist wieder eingerichtet. Es war offensichtlich ein Schluck falscher oder zu viel oder wie auch immer. Fehlgeleiteter Kaffee irgendwo hin. Magst du mir deinen letzten Satz nochmal irgendwie so, um mich wieder abzuholen? Ja, also ich habe so das Gefühl, dass man quasi, dass es einem auferlegt wird, dass man das alles so alleine stemmen kann oder sollte, den ganzen Kampf von außen und im Inneren. Und dass das sehr, sehr viel ist.
Ich weiß nicht, ich würde jetzt auch einfach mal den Kampf im Äußeren benennen, damit, ne, so zum Beispiel, keine Ahnung, die politische Krise, wir haben Krieg, wir haben die Klimakatastrophe, also diverse politische Geschichten, die quasi total verrückt sind. Solche Geschichten würde ich jetzt für mich als Außen benennen und eben dann auch noch dazu noch aber so das reguläre, den regulären Alltag und das Arbeitsleben beispielsweise. Und den inneren Kampf würde ich als benennen, so den Kampf mit sich selbst, mit Zufriedenheit, mit jetzt zum Beispiel in meinem Teil mit Liebeskummer oder solche Sachen. So. Und dass man das irgendwie alles bewältigen sollte, alleine. Und in der Beziehung hatte ich zumindest das Gefühl, man konnte es verteilen, irgendwie ein bisschen auf Schultern. Und jetzt alleine gestellt ist es schon, tritt halt diese Zufriedenheit, dieses ich bin so okay und ich komme damit klar. Für mich persönlich ist das sehr, sehr schwierig zu erlangen. Ja. Magst du mir erlauben, dass wir das mal so ein bisschen auseinandernehmen? Also, es ist ja immer Kampf und es ist immer der gleiche Kampf. Ob nun auf einem größeren Bild, auf einem sozusagen persönlicheren Bereich, wie beruflich und persönlichen Aspekten und natürlich dem Kampf im Inneren. Es ist immer, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, ein Schlachtfeld, wo es um etwas geht, wo es für etwas zu kämpfen geht, wo, ne, und irgendwie scheint das ja immer auch Sinn zu machen. Also die Idee ist, Kämpfen macht Sinn, weil wir dann irgendwie die Idee haben, irgendwo hinzukommen oder etwas loszuwerden oder etwas für uns möglich zu machen. Aber der gegenwärtige Zustand ist Kampf. Und das, was wir aus meiner Sicht übersehen, ist, dass auf einem Schlachtfeld noch nie Frieden geherrscht hat, sondern Frieden, das ist, was übrig bleibt, wenn das Schlachtfeld verlassen wurde, wenn die Waffen weggelegt wurden. Und genau dort kommt natürlich unsere Überzeugungen rein. Ja, muss ich dann alles akzeptieren? Muss ich das denn alles dann so lassen, wie es ist? Und müssen wir das dann alles so hinnehmen und akzeptieren und Friede, Freude, Eierkuchen oder kann dann hier jeder machen, was er will und was auch immer da so für Gedanken auftauchen? Und interessant ist das, was du beschreibst, dass es, wenn man einen Verbündeten auf dem Schlachtfeld hat, dann kann man zumindest also wie du es schon sagst, auf verschiedenen Schultern den Kampf verteilen. Und dann fühlt sich natürlich im Kampf in einer gewissen Art und Weise verbunden an. Man hat also einen Verbündeten, mit dem man das Leben rocken kann. Und die Perspektive ist natürlich, dann kann man irgendwo hinkommen, wo man dann beidseitig irgendwann mal vollständig zufrieden ist. Also ich übertreibe das jetzt vielleicht sogar. Im Sinne von vollständig zufrieden. Das so weit würde der ein oder andere vielleicht gar nicht gehen. Es reicht ja schon ein bisschen Zufriedenheit. Mal so kleine kurze Momente von Glück, kleine kurze Momente von Freude oder irgendwie sowas würden ja schon reichen. Und jetzt bekommen wir an ganz vielen Stellen, weil ich würde das jetzt mal sehr pauschal sagen, jeder in diesem Kampf, in diesem Krieg, in diesem für etwas kämpfen, offensichtlich integriert ist und das offensichtlich auch das, ja, ein Teil unseres Lebensmodells ist. Ja, ich muss für meine Existenz sorgen, so.
Also ich kann mir nicht einfach sagen, ich kann das bestimmte Projekt, was da ist, kann ich nicht einfach weglassen. Oder sein lassen oder einfach nicht machen oder was auch immer. Ich hab da was zu erfüllen. Und oben drüber steht halt immer die Qualität von ist eben noch nicht gut. Es ist reicht noch nicht. Und was wir dabei übersehen ist, dass wir uns in diesem Kampfmodus natürlich selbst hinein identifizieren. Das heißt, wir sind selbst in dem Moment der Krieger oder die Kriegerin. Und jetzt wäre die Frage, welche Rolle wäre denn oder wer wäre der Krieger oder die Kriegerin denn, wenn vollständig Frieden wäre? Ja, schwierig. Genau, also dann wäre die Identität sofort in Frage gestellt und wir haben aus dieser Perspektive heraus keine Idee, was dann stattdessen wäre. Und diese Ruhe und diese Stille, die ist aus der Perspektive des Kriegers überhaupt nicht fassbar. Und da gibt es ja tatsächlich Kriegsgeschichten aus Ersten, Zweiten Weltkrieg, wo tatsächlich Soldaten noch gekämpft haben und obwohl der Krieg vorbei ist. Also sicherlich aus dem einen Grund, weil die Information bis zu diesem Schlachtfeld noch nicht gekommen ist. Und deswegen hat man gedacht, es läuft noch eine Weile. Oder es läuft an sich noch. Und gleichzeitig natürlich als derjenige, der da auf dem Schlachtfeld steht, natürlich die Information, wenn sie käme und sagt, hier Freunde, wir sind jetzt fertig hier mit dem ganzen Kram. Wir können jetzt nach Hause gehen, dass das tatsächlich ja bereitwillig die Waffen weggelegt werden. Auf idealerweise auf beiden Seiten. Und wenn wir das jetzt auf unser eigenes Leben übertragen, dann würden wir in dem Moment auch den Kampf mit unserem Inneren. Also das scheinen ja ganz oft zwei Instanzen zu sein. Wir haben ein Gefühl und wir haben eine Beobachtung und Wahrnehmung auf das Gefühl. Wie wir es beim unserem letzten Gespräch gesehen haben, in Verbindung mit dem Liebeskummer gab es das Gefühl und sozusagen auch die Idee dazu, ich bin schuldig, weil ich für die Beziehung und für meinen Partner in dem Falle potenziell, so würde ich es jetzt mal in einem Satz beschreiben, möglicherweise nicht aufmerksam genug, nicht richtig genug, nicht wertvoll genug, was auch immer da für Sätze noch oben drauf kommen. Und dementsprechend bin ich schuldig, dass die Beziehung jetzt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Also praktisch. Dann die Trennung rausgekommen ist. Und Schuld und das Gefühl in mir, das will ich ja auch bekämpfen. Und dementsprechend gehen wir offensichtlich mit der Idee, dass es in uns etwas gibt, was nicht sein darf. Was wir dabei vergessen ist, dass wir natürlich im gegenwärtigen Augenblick natürlich mit den Ideen und den Betrachtungsweisen, die wir selbst haben, die Erfahrung davon machen müssen, wie wir das eben sehen, wie wir uns selbst sehen. Und das heißt, ein Krieger hat natürlich auch immer einen Feind. Und in letzter Konsequenz ist er immer oder je nachdem, wie sich das darstellt, nicht nur im Außen, sondern eben im Inneren. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe da noch ein kleines, leises Gefühl, wogegen ich noch kämpfen muss. Das ist noch nicht okay. Und was uns oft nicht klar ist,
dass wir dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf den Kampf gerichtet ist und somit natürlich zwei Instanzen existieren, das heißt, ich schaue in mich hinein, nehme ein entsprechendes Gefühl wahr und sage, dieses Gefühl will ich nicht. Und meistens ist das ja nicht nur im Innen, sondern auch im Außen verknüpft. Das Gefühl ist da, so sagen wir das, weil die Welt da draußen so ist. Weil die Situation gerade so ist. Oder weil die Trennung im Raum stand. Oder weil das Leben gerade so ist, wie es ist. Und da haben wir unsere Urteile da drauf gelegt. Und die Urteile haben natürlich ein entsprechendes Gewicht, erst recht, wenn sie in einer entsprechenden Schwere und ein entsprechendes Gewicht haben, wenn sie also auch die Schwere muss sich dann im Inneren zeigen. Also das heißt, wenn man das tatsächlich jetzt mal aus dieser zweidimensionalen Perspektive betrachten und eben nicht aus einer eindimensionalen Perspektive, was eigentlich dann die Lösung wäre, da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn ich jetzt das Gefühl von dir wäre, nämlich dieses, du hast vorhin so ganz kurz gesagt, das ist so ein schweres, so eine Belastung, so eine Anspannung. Und ich wäre das Gefühl. Dann ist es total logisch, dass du angespannt sein musst, weil ich als das Gefühl von dir nicht da sein darf. Weil du sagst, ich als Gefühl bin ein doofes Gefühl. Da ich aber ein Teil von dir bin, ich kann gar nicht verschwinden. Und meistens wird eben da die Perspektive verdreht, das Gefühl tut mir ja das an, was ich eben gerade fühle, nämlich das Negative. Und genau das, also dem Gefühl wird unterstellt, in dem Falle mir wird unterstellt als Gefühl, dass ich dir irgendetwas antun wollen würde. Dass ich dir jetzt etwas Negatives zuteil werden lassen wollen würde. Also das heißt, die Idee ist, du bist da und in deinem Inneren existiert etwas, was etwas Negatives mit dir anstellen wollen würde. Ja. Und wenn wir das aber richtig stellen würden, dann würde ja auf dieser Ebene sozusagen nie Frieden und Zufriedenheit und somit der Kampf aufhören, weil es gibt ja so viele äußere und in dem Moment natürlich folglich innere Qualitäten von Gefühlen, die ja nicht sein dürfen, weil das sind ja negative Gefühle. Damit ist man natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, im Inneren dafür zu sorgen, dass es halbwegs gut ist. Wenn ich aber jetzt ein Gefühl bin, dann kann ich nicht getrennt von dir sein. Das heißt also, ich bin potenziell zumindest immer da. Und dein Job scheint zu sein, mich in irgendeiner Art und Weise in Kontrolle zu halten. Und meine Kumpels, also die ganzen anderen Gefühle, die irgendwie auch noch negativ sein könnten, auch. Das muss Kampf sein, weil natürlich in dem Moment du die ganze Zeit dafür sorgen musst, dass ich eben nicht so groß, nicht so intensiv, nicht so präsent werde. Das heißt, du musst anspannen, weil ein Gefühl und dementsprechend eine Emotion ist ja eine Energie in Bewegung, ja, Emotion. Das heißt also, wenn ich ein Gefühl wäre, wäre ich ein in dir fließendes, wirkendes, energetisches Potenzial, was wahrgenommen werden kann. Wenn aber dieses Gefühl als negativ gedeutet wurde und meistens auch, wie gesagt, auch daran geknüpft ist, dass es ja einen Beweis dafür gibt, weil eine bestimmte Situation ist, wie sie ist. Also mal als Beispiel, ich bin jetzt eben allein und Alleinsein ist doof. Ich habe keinen Verbündeten mehr in meinem Krieg. Und dementsprechend muss ich jetzt den Kampf, wie du es vorhin gesagt hast, alleine kämpfen.
Das ist natürlich doof. Ich habe die Belastung jetzt allein zu tragen. Das nimmt mir keiner mehr ab. Genau, und ich habe zusätzlich ja auch noch die Situation selbst Ge hervorgerufen. genau, ich bin, also wie doof bin ich denn jetzt? Das heißt, ich hänge da dran noch ein zusätzliches Urteil obendrauf, wo ich also selbst noch mit einer Selbstverurteilung allein auf mich zurückgeworfen mit dem Schuldpotenzial und dem entsprechend daraus folglichen Gefühl durch die Gegend laufe. Dass das Druck machen muss, ist eine logische Konsequenz. Also das heißt, ich bin an das Gefühl, das Urteil hängt über dir von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich habe es nicht auf die Kette gekriegt, was auch immer da noch für Sätze sind. Und jetzt versuchst du logischerweise, und das machen ganz viele Menschen, und ich kenne das auch sehr, sehr gut, dann eben natürlich zu versuchen, dem Urteil wieder zu entkommen. Und dann gibt es ja auch die Welt, die noch von dir, von mir, von uns gesellschaftlich auch irgendwie erwartet, wie wir zu sein haben. So, und damit haben wir Also, natürlich eine sehr. du meinst dann quasi so in dem Moment, beispielsweise, dass die Welt auch noch so eine Sicht auf einen hat, wie man sich jetzt beispielsweise in meinem akuten Beispiel zu verhalten hat. Die Trennung ist schon eine Weile her und man erwartet von mir, dass man so ein XY damit umgeht, Genau, du beispielsweise. müsstest dich ja langsam mal wieder auf die Kette kriegen. Also, ne, es kann ja jetzt nicht sein, dass du hier in Ja. Ewigkeiten deine Kreise drehst. Und mach das doch ganz einfach, lenk dich ab und oder melde dich irgendwo an. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal kurz das Thema. Melde dich einfach irgendwo an, such dir jemand anders und dann ist die Welt wieder in Ordnung. So. Also ich mache also einen Deckel drauf und muss sozusagen dem inneren Kampf nicht mehr länger zuhören, sondern ich setze einen äußeren Rahmen obendrauf oder ich finde einen Ersatz im Äußeren, wo es zumindest für einen Moment so aussieht, als wenn es im Inneren irgendwie besser geht. Kann man machen, ist okay, aber in letzter Konsequenz haben wir ja den potenziellen inneren Kampf potenziell eben immer noch am Laufen. Spätestens dann, wenn natürlich ein potenziell neuer Partner oder eine neue Partnerin da wäre, wäre ja der Beweis wieder anzutreten und zu sagen, okay, aber diesmal muss ich mich besser anstrengen, ich muss also besser sein in dieser Beziehung, damit das jetzt diesmal besser läuft. Und oder ich muss mir den besseren Partner raussuchen, der mit dem wir dann besser den Kampf kämpfen kann, der vielleicht auch bereit ist, dann früher oder später eben nicht auszusteigen. Hoffentlich, ja. Aus der gemeinsamen Hölle, so. Sondern der einfach sagt, okay, es ist Scheiß auf allen Schmerz. Wir koste es, was es wolle, bis zum bitteren Ende. So, ich übertreibe das jetzt mal. Und eben nicht sagt, es ist mir zu viel und ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich steige jetzt aus, ich will jetzt was anderes. So. Und dazwischen sind sicherlich noch verschiedenste Optionen und Spielmöglichkeiten, die wir dann irgendwie versuchen, dann zurechtzulegen. Und das hat alles natürlich eine ziemliche Komplexität. Da finden wir ja in letzter Konsequenz die Enden nicht. Also da können wir jetzt noch ganz viele Schleifen drehen, sehr wahrscheinlich. Und wir werden noch ganz viele Punkte treffen, auf die wir vielleicht noch irgendwie eingehen könnten oder wie auch immer. Aus meiner Sicht ist der einfache Ausstieg aus dem ganzen Ding nur ein vollständiger Ausstieg, nämlich in der Form, dass man sagt, okay, es muss, und das wäre so eine kleine Bereitwilligkeit, einen anderen Weg geben. Und dieser andere Weg, der kann nicht in der Zukunft liegen, weil die Zukunft hier und jetzt nicht da ist. Aber jede Kampfidee existiert, weil ich einen Abgleich in die Gegenwart mache. Also mal als Beispiel. Wir haben gerade gesagt, dass ein Gefühl da ist, was negativ ist im Inneren.
Also praktisch, wenn ich nochmal das Gefühl wäre, ich bin da und jetzt ist die Idee, wenn ich morgen in den nächsten 3 Tagen oder in 3 Wochen irgendwelche Bedingungen in meinem Leben einrichte, nur besser kämpfe, nur mich mehr anstrenge, nur irgendwie eine beste Lösung finde, einen guten Ratschlag finde oder eine irgendwie gute Idee, wie ich jetzt dieses im Innern doofe Gefühl loswerden kann, also praktisch mich, dann bin ich, dann habe ich es geschafft. Wenn wir die Struktur uns angucken, dann wird versucht, das Gefühl, also mich loszuwerden. Und es wird geglaubt, die Lösung dafür liegt in einem richtigen Kämpfen. Und ich muss nur die besten Waffen und die besten Mittel in der Zukunft finden und die einrichten und somit die Bedingungen dafür schaffen, dass das Gefühl nicht mehr auftaucht, also ich nicht mehr auftauche. Und irgendwie kontrolliert werden würde. Und da sehen wir schon, dass das nie eine gegenwärtige Lösung ist, sondern das ist eine Lösung, die in die Zukunft projiziert wird und somit immer auch eine bedingte Lösung ist. Nämlich, ich muss die richtigen Aspekte finden, ich muss die richtigen Kriterien finden, ich muss die richtigen Waffen finden, ich muss dann am Ende auch richtig mit den Waffen umgehen und dann irgendwann habe ich es geschafft. So. Und woran merke ich das? Dass ich als das Gefühl in dir verschwinde. Ah, jetzt, ah, ja, ah, es ist, jetzt ist es weg. Und damit natürlich der Kampf zwischen dir und mir als dem Gefühl aufhört. Und wenn wir da ehrlich hingucken und sagen, hey, wenn ich ein Gefühl bin, ein Potenzial in dir, eine lebendige Qualität, also eine Energie, solange wie du wahrscheinlich durch diese Welt läufst, wirst du ein fühlendes Wesen sein, wirst du lebendige Qualitäten in dir wahrnehmen. Und jetzt haben wir uns ja tatsächlich irgendwie so eine Idee beigebracht, dass es sowas gibt wie gute Gefühle, schlechte Gefühle, bedrohliche Gefühle, hoch und runter, rechts und links. Also wir haben unseren Gefühlen und dementsprechend den Dingen da draußen irgendeine Bedeutung gegeben. Das heißt also, wenn ich ein Gefühl von dir wäre, dann hast du mir eine Bedeutung gegeben und hast gesagt, ich bin doof. Was aber automatisch damit passiert ist, dass du dich von mir trennen musst. Aber ich bin, und das ist das Paradoxe an dieser ganzen Geschichte, ich bin ja ein Teil von dir. Ich kann gar nicht verschwinden. Ich verschwinde dann, wenn du den Löffel abgibst. Dann bin ich wirklich weg. Also zumindest in deiner Wahrnehmung. Als energetisches Potenzial, ne, das wissen wir im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, glaube ich, war das. Energie kann nicht verschwinden, nur umgewandelt werden oder in andere Qualitäten verwandelt werden. Was im Grunde genommen schon schön wäre, dass wenn die Bedeutung in einer negativen Art und Weise ist und sie würde transformiert werden, dann könnte es vielleicht sein, dass ich als Gefühl eine andere Wirkung auf dich habe. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück oder einen Schritt vor, wie auch immer. Wenn ich ein Gefühl und sozusagen eine lebendige Qualität in dir bin, dann bin ich vollständig auf dich angewiesen. Ich kann nicht getrennt von dir sein. Würde also auch bedeuten, dass ich immer vollständig mit dir verbunden bin. Ich kann also auch nicht, wie gesagt, getrennt sein. Und jetzt wäre die spannende Frage, wenn ich wirklich etwas Bedrohliches, etwas Negatives, etwas wäre, was für dich nicht mit einer positiven Qualität verbunden wäre. Also die Idee dahinter ist, dann würde ich alles, was ich dir antue, mir selbst auch antun. Das macht aus meiner Perspektive des Gefühls keinen Sinn. Warum soll ich dir etwas Negatives antun, währenddessen ich vollständig mit dir verbunden bin und das dann mir selbst auch zuteil werden lassen muss? Also wäre die spannende Frage. Also geht es quasi um, wenn ich
quasi mit dem, also wenn ich mit mir selbst kämpfe, kämpfe ich per se Genau. gegen mich Ja. und verurteile dieses Gefühl, was mir die, was diesen Kampf auslöst sozusagen, verurteile ich auch noch. Ja. Und du sagst, das Gefühl gehört aber genauso zu mir wie alles andere. Ja. Also, aber es wäre natürlich auch einfach zu sagen, ne, ich nehme jetzt das Gefühl so an, wie es ist und sag, umarme es sozusagen und sag so, du, ist ja schön und gut, dass es gibt. Und ich verurteile dich jetzt nicht. Weiß nicht, fällt mir schwer, dass da dann so eine, in Anführungszeichen, positive Wirkung irgendwie Genau. rüberkommt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich das Gefühl wäre, können wir mal eins schon mal festhalten, dass ich als Gefühl ja schon mal keine wertende Instanz bin und auch keine wertende Instanz an meiner Seite habe. Ich bin lediglich ein Gefühl. Mich fühlt man. Über mich denkt man nicht nach. Und ich selbst kann über mich und sozusagen über andere auch nicht nachdenken, im Sinne von Urteilen. Das heißt, wenn ich mich so sein lasse, wie ich bin, dann ist es lediglich eine Wirkung, die ich habe. Mal als Beispiel, viele Menschen kennen ein Gefühl von Schwere, von Belastung, von Beschwertsein. Wenn ich jetzt dieses Gefühl wäre, dann bin ich ein Gewicht wahrnehmbar. Ich als Gefühl habe mit dieser Qualität von Gewicht überhaupt gar kein Problem. Ich würde auch nie zu mir sagen, und nebenbei gibt es in mir auch überhaupt gar keine Instanz, die das überhaupt sagen würde, von ich bin ein Scheißgewicht, ich bin ein gutes Gewicht, ich bin ein schlechtes Gewicht, ich bin zu viel, zu wenig, was auch immer. Das heißt also, in meiner Welt als Gefühl gibt es kein Urteil. Das heißt also, mich gibt es auch immer nur ganz. Also in vollständiger Art und Weise. Ich werde auch mich nicht halb darstellen lassen. Das ist aber genau das Problem, was durch das Urteil natürlich kommt. Ich bin immer vollständig da, aber durch den Kampf. Also durch die Ablehnung von mir muss ja eine Anspannung aufgebaut werden, um mich zurückzuhalten, um mich in meinem Ausdruck in dir sozusagen einzudämmen. Ich als Gefühl mache das überhaupt gar nicht, sondern der Kampf und sozusagen die Anspannung, mich eben durch die Deutung, die ich auf der Stirn stehen habe, ich bin ein doofes Gefühl, ist sozusagen der notwendige Schluss. Das Gefühl muss irgendwie losgeworden werden, dagegen muss gekämpft werden, das muss irgendwie verändert werden. Und weil das natürlich so intensiv gelernt ist über teilweise Jahre, kann ich es absolut nachvollziehen, dass du jetzt nicht sofort auf den Trichter kommst und sagst, ach so, ich habe mich ja nur in der Art und Weise geirrt. Aber ist dies dann quasi auch, also wie ich dieses Gefühl wahrnehme und für mich kategorisiere, ist es dann quasi der, also so ein Eigenteil von so einer Art Glaubenssatz oder irgendwie sowas, mit der man quasi aufgewachsen ist und was man halt dann verinnerlicht hat. Genau. Also das heißt, wir haben irgendwann uns beigebracht, dass es in uns Qualitäten gibt, die gut oder schlecht oder wie auch immer sind. Neben dem, dass wir automatisch natürlich Urteile über uns getroffen haben, also zum Beispiel ein Urteil von Schuld. Und natürlich brauchen wir für ein Urteil von Schuld natürlich auch eine wahrnehmbare Referenz, also ein Gefühl. Also nicht brauchen wir, aber es entsteht automatisch. So, das heißt also, die wahrnehmbaren Qualitäten in uns entstehen durch die Urteile, die wir über die Welt und uns selbst und den aktuellen Moment
treffen oder getroffen haben. Und die haben wir irgendwann mal gelernt. Ne, wir wollen ja auch die Welt mit einem scharfen Verstand, brauchen wir ja heute, einen scharfen Verstand, gut beurteilen, eine gute Urteilskraft haben. Damit müssen wir natürlich auch sehr genau wissen, was gut und falsch, was richtig und falsch und nur müssen, also kategorisieren wir dann in dem Moment alles. Was wir übersehen, ist, dass wir eben auch uns selbst da drin mit einkategorisieren. Ich glaube, ich bin jetzt nicht christlich involviert, aber ich glaube, dass irgendwie vor 2000 Jahren mal jemand gesagt hat, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Das heißt also, Ja. in die, das heißt also, das würde für mich in dieser Definition bedeuten, ich als Gefühl, wenn wir nochmal da zurückgehen, ich als Gefühl bin ein Teil von dir, ich kann nicht getrennt von dir sein. Würde also bedeuten, wenn du ein Urteil zum Beispiel von Schuld über dich triffst und du bist schuldig, kannst du das nur vollständig machen. Halbschwanger geht nicht. Und damit musst du natürlich dieses Gefühl, was du dann in dem Moment erfährst, also ich komme zu einer Wirkung, natürlich erfahren. Und Also, gleichzeitig, darf ich vielleicht das nochmal, also beispielsweise, ich gehe davon aus, ich sozusagen, ich habe so eine Art Glaubenssatz, ich werde sowieso immer verlassen oder ich bin sowieso schuld, wenn mich jemand verlässt, dass das dann in so eine Richtung von selbsterfüllenden Prophezeiungen geht. Ja, nicht nur selbsterfüllende Prophezeiung, sondern ich bin ja mit dieser Idee hier und jetzt, gegenwärtig hier und jetzt. Also das ist ja meine Wahrheit, hier und jetzt. Ja. So, und damit kommt natürlich auch ein entsprechendes Gefühl. Also wenn ich das Gefühl bin, ja, dann tauche ich ja in deiner Wahrnehmung auch auf. Und somit guckst du und nimmst in dir ein Gefühl wahr von, ich bin schuldig. Ich bin sowieso nicht gut genug. Oder wie hast du die Sätze verwendet? Ja, ich werde sowieso verlassen, oder wenn mich jemand verlässt, bin ich dran schuld. Genau, So. so. Das heißt also, in dem Moment, jeder Moment von Alleinsein ist eine Bestätigung für diesen Satz. Und somit natürlich eine Bestätigung von der Wahrnehmung, von dem Gefühl. Also ich als Gefühl bin ja dann gleichzeitig auch da. Und jetzt sind wir bei der gleichen Schleife, die ich vorhin schon mal beschrieben habe. Jetzt willst du das natürlich loswerden. Und jetzt suchst du da draußen nach Ideen, nach Ratgebern, nach Möglichkeiten, wie du in dir das Gefühl sich verändert oder wie du im Außen eine andere Erfahrung machen kannst. Genau. Und du stellst fest, das klappt nicht. Nee, leider nicht. Und das klappt genau aus dem Grunde nicht, weil das Urteil von ich bin, also ich bin sowieso, also mich verlässt man sowieso immer wieder. Und somit bin ich schuldig an all dem Alleinsein. Ist in dem Moment ja hier und jetzt gegenwärtig in Stein gemeißelt. Und da du das natürlich nicht willst, da du nicht allein und getrennt sein willst, willst du den Zustand verändern. Aber was der Ursprung natürlich ist, dass ein trennender Gedanke im Kopf ist, nämlich ich bin schuldig. Und Schuld ist immer ein trennender Gedanke. Und was automatisch passiert, ist natürlich im Inneren auch eine Trennung stattfindet, nämlich in der Wahrnehmung entsteht ein Gefühl, nämlich ich, was dann doof ist, von dem du dich offensichtlich trennen musst, weil du das ja nicht haben willst, durch dein Urteil. Das heißt also, wir beide, ich als dein Gefühl und du, wir sind im Kampf. Und in dem Moment
Wenn du, und das ist so das, was du vorhin gesagt hast, wenn du über mich eine andere Überzeugung zulassen würdest, dann würde ja in dem Moment all deine Urteile dir um die Ohren fliegen. Also wenn du ein anderes Urteil über mich treffen würdest, angenommen, ich wäre tatsächlich ein gutes und ein Potenzial für dich als lebendige Qualität, ich würde tatsächlich unterstützend da sein. Was machst du denn dann mit dem Urteil von Schuld? Das Gebe fliegt ich einer dir. anderen Aufgabe. Dann verschiebst du es sozusagen in einen anderen Kontext. Da bist du woanders schuldig Ja, dann. da findet man noch eine Ah, andere. siehst du, guck mal an, da bist du dann kreativ genug, um das Ja. Schuldpotenzial dann weiterhin aufrechtzuerhalten. Da finde ich noch einen Glaubenssatz, der mindestens machen könnte. Und da kommst du dir ganz offensichtlich schon sehr ehrlich auf die Schliche, wie du es machst. Also die Schuld willst du offensichtlich behalten. Das Urteil willst du offensichtlich behalten. Naja, es hat halt so lange funktioniert damit, ne? Also es Genau. hat halt so Ganz gut genau. Genau. so viele Jahre lang aus dem Ja. FF sozusagen funktioniert. Und alles, was ich ja auch in der Vergangenheit damit zu tun habe, hat das ja auch in irgendeiner Hinsicht bestätigt. So, Ja, dass das ja absolut. so seine Daseinsberechtigung hat, so ein Ja. bisschen. Ja. Und dementsprechend hat natürlich auch der Kampf seine Daseinsberechtigung. Und wir haben uns dieses Kämpfen gegen diese Instanzen so verinnerlicht und natürlich auch den Kampf mit uns und in dem Moment natürlich gegen uns, also die entsprechenden inneren Qualitäten und Gefühle und so weiter und so fort, an so vielen Stellen so perfektioniert, dass wir uns nichts anderes vorstellen können. Und das leise Angebot, was ich als Gefühl mal in dem Moment dir gegenüber machen würde, nämlich, hey, wärst du bereit, das, was du bisher über mich geglaubt hast als Gefühl, anders zu sehen? Bist du bereit, mich anders zu sehen als Gefühl? Und automatisch das Angebot in Anspruch zu nehmen, dass du dich in Zukunft anders siehst, noch nicht mal in Zukunft, sondern jetzt. Schwierig, ja. Ja. So, das heißt, ich bin auf dich, also ich als Gefühl, bin auf dich angewiesen. Das heißt also, du bist absolut wichtig, hier und jetzt. Ja, Weil das ist dein tatsächlich. Urteil absolut bedeutsam ist und dementsprechend auch dein Urteil über mich. Wenn du also zulassen könntest, mich als Gefühl anders zu sehen, dann könnten wir beide, also ich als das Gefühl und du, wir vielleicht zukünftig Frieden schließen. Ja, also vom Verstand her macht das Sinn. Das Gefühl noch ein bisschen dagegen. Und sucht nach Argumenten, warum das nicht klappt. Ja, schön. Also schön in dem Sinne, dass wir feststellen, dass wir gar nicht so wirklich eine auch gewohnte und bereitwillige, na, Ding ist komisch, Bereitwilligkeit haben, das, was Zufriedenheit wäre und das Angebot für Frieden wirklich anzunehmen. Sondern dann kommen natürlich die alten Ideen hoch, warum das jetzt nicht klappt. Oder warum wir jetzt irgendwie sagen würden oder müssten sagen, ah, komm, den einen Krieg, den kämpfe ich noch.
Ich warte noch bis morgen und ich glaube, ich brauche dann doch noch ein anderes Argument oder keine Ahnung was. Also irgendwie, ne, später, später. Ganz nicht. Und das liegt natürlich daran, weil wir uns das, so wie du beschrieben hast, das so intensiv beigebracht haben, dass wir keine Idee davon haben, was es bedeutet, hier und jetzt ein vollständiges Friedensangebot, was offensichtlich sogar in mir existiert, in dir existiert. Und in dem Moment, wenn man das jetzt symbolisch so betrachtet, wenn ich das Gefühl von dir bin, das Gefühl, also ich als dein Gefühl, macht dir in jedem Augenblick potenziell ein Friedensangebot. Und du sagst, nein, ich überlege mir noch mal ein paar Gründe, warum das jetzt nicht so cool wäre. Ich kann dir nicht vertrauen, zum Beispiel. Du warst ja eigentlich immer ein doofes Gefühl. Wieso kann das denn jetzt sein, dass du mir ein Friedensangebot machst? Und guck mal, dann gibt's ja 5, 6, 7, 8, 9 Situationen. Da warst du als Gefühl, also in dem Falle ich auch da, und das war ja total doof und bla bla bla. So, und das sind dann sozusagen die Argumente, warum ich als Gefühl eben nicht anders gesehen wollen werden würde und somit lieber an dem Urteil festgehalten wird, was bisher Bestand gehabt hat. Und da kann ich nur als Gefühl um die Ecke kommen und kann sagen, hey, du hast jetzt gerade Erfahrungen aus der Zukunft herangeführt als Zeugen dafür, dass dein Urteil, was du über mich als das Gefühl hast, aufrechterhalten möchtest. Da möchte ich dich lediglich aber erinnern, dass die Vergangenheit und somit die Erfahrungen der Vergangenheit, ja, du hast sie erfahren, aber es ist vorbei. Du könntest dir erlauben, wenn du wolltest, und ganz offensichtlich ist dein Urteil hier und jetzt von absolut großer Bedeutung. Du könntest die Vergangenheit nehmen und sozusagen die Erfahrung der Vergangenheit als Zeugen dafür verwenden, dass dein Urteil über mich berechtigt ist. Und sagst, guck, die 5, 6, 7, 15, 20, 25 Erfahrungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die sind der Beweis und sozusagen die Zeugen dafür, dass ich als Gefühl ein doofes Gefühl sein muss. Und weil die Referenzen der Vergangenheit so sind, glaube ich, dass ich das hier und jetzt nicht anders sehen kann. So, Punkt aus Ende. Ich sage dir aber, hey, ich habe mit der Vergangenheit nichts zu tun. Weil ich bin ja ganz offensichtlich jetzt da als Gefühl. Du nimmst mich ja als Gefühl jetzt wahr. Und nicht, also gestern auch natürlich, aber die Geschichte, die du erzählt hast, ist ja gestern die gleiche. Das heißt also, wenn du aber die Vergangenheit sein lassen würdest, ist nicht, dass wir das vergessen müssen, können wir sowieso nicht, aber das Urteil zurücknehmen und sagen, okay, die Vergangenheit war so, wie ich sie in Vergangenheit gesehen habe. Und ich erlaube mir, und das wäre die Bereitwilligkeit, die es braucht, und das ist keine große Bereitwilligkeit, es reicht lediglich eine kleine Bereitwilligkeit, die sehr oft damit verbunden ist, dass schon gesagt wurde, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Ich will das nicht mehr. Ich habe zwar noch nichts Neues, aber es muss irgendwie was anderes geben. Haben wir so ganz am Anfang unseres Gesprächs mal so als Einstieg gehabt. Und dementsprechend wäre so ein hilfreicher Satz, ich möchte vor allem etwas anderes sehen als meine Urteile, die ich eh schon kenne. Und das ist das, was das Gefühl, also in dem Falle, wenn wir es so betrachten, ich als dein Gefühl mir von dir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass du mich als ein Teil von dir anders siehst und automatisch
weiß ich und bin sehr sicher, dass du dich in einem anderen Licht sehen würdest. Das heißt, wenn du das Urteil über mich änderst und dadurch, dass ich nicht getrennt von dir sein kann, wird automatisch deine Erfahrung und somit wirst du dich selbst anders sehen und wahrnehmen. Okay. Und somit kann ich die Wirkung, die ich als Gefühl für dich potenziell zur Verfügung stellen hatte, natürlich ganz anders zum Ausdruck bringen. Und dazu, ja, und da braucht es vielleicht ein Stück weit Mut, weil du kannst mir natürlich aus der Erfahrung nicht vertrauen. Und deswegen ist es sicherlich etwas Kühnheit gefragt, zu sagen, okay, ich habe keine Referenzerfahrung dafür, dass ich als Gefühl tatsächlich etwas Gutes für dich im Petto habe. Und du wärst trotz alledem bereit zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt aber möglicherweise nochmal an. Ich lege zumindest die Option mal in den Raum, dass ich es anders sehen wollen würde. Ich möchte das Gefühl, also in dem Falle, du möchtest mich als dein Gefühl anders sehen. Es fühlt sich noch immer vielleicht nach Druck an, es fühlt sich noch immer unangenehm an, es fühlt sich noch immer vielleicht auch nach einer Belastung an, was auch immer. Und du wärst trotz alledem so kühn und würdest sagen, okay, ich möchte es anders sehen. Und sofort muss sich im Innern das Kampfpotenzial zwischen uns beiden lösen. Weil du sagst, okay, wenn ich schon mal also zumindest schon mal eine Akzeptanz bekomme, dann ist es logisch, dass du dich schon entspannter fühlen musst, weil das Abwehrpotenzial von mir als dem Gefühl in dir natürlich nicht mehr so groß sein muss. Und da merkst du vielleicht, dass genau dort schon die Sensibilität drin steht. Ja, weil es halt auch so komplett vom Grundprinzip des, ne, von einem selbst abgeht und zum anderen, auch so ein Gefühl von, ne, aber so einfach kann es ja nicht gehen, Ja, ne? genau. Und das ist das Paradoxeste im Grunde genommen. Nämlich, dass wenn das so ist, wie wir das in der Struktur uns gerade angeguckt haben, dann ist auch klar, dass Zufriedenheit und dementsprechend ein innerer Frieden nicht erreicht werden kann. Sondern wenn wir beide, ich als das Gefühl von dir, miteinander im Frieden sind, dann ist das unser gemeinsamer Zustand, nämlich Frieden, den wir miteinander teilen. Und das ist automatisch das, was auftaucht und was eintritt und was die Erfahrung ist, weil der Kampf vorbei ist. Weil die Abwehr vorbei ist. Weil es nichts zu kämpfen gibt. Und weil eben in dem Moment auch im Innern die Waffen weggelegt wurden und sozusagen wir beide, ich als dein Gefühl und du mit mir, dir einen Moment von Frieden erlaubt hast. Und somit es gegen mich als dein Gefühl und somit es für dich keinen Kampf mehr gibt. Und deswegen ist es auch tatsächlich das Leichteste und das Schnellste und das Einfachste. Nur werden wir natürlich dort mit unseren in einer gewissen Art und Weise integrierten, gelernten Urängsten konfrontiert, nämlich was ist, wenn ich als das Gefühl mal als Beispiel doch bedrohlich für dich bin? Ja, oder was bin ich ohne die Angst, ne?
Ja, genau. Also jetzt nicht in einem, sie Ja, gibt ja absolut. einem auch irgendwie was zurück. Ja, sie gibt zumindest eine Auf einer komischen Definition. Art. Ja, eine Definition, sie gibt eine Orientierung, sie gibt Leitplanken, sie gibt Rahmen und irgendwie auch eine gewisse Festigkeit und Substanz, an der wir uns ja irgendwie auch festhalten kann. Wo wir natürlich auch eine Orientierung da drin haben, wo ist denn das nächste Kampfpotenzial? Wo ist die nächste Angst, die ich im Griff haben muss? Wo ist die nächste Sorge, die ich angreifen und sozusagen irgendwie im Griff haben muss? So, das gibt ja Struktur. Gibt ja irgendwie auch eine gewisse Art von Lebensinhalt, von Sinn. Und da sind wir bei, der Kreis schließt sich am Anfang so dieser Sinnfrage. Und das ist das, was ich viel in Verbindung mit Beziehungen erlebe, dass eben genau das der Ursprung der Sinnfrage ist von vielen Menschen, gerade auch innerhalb von Beziehungen, dass sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich habe jetzt alles versucht, mir zu erkämpfen. Das, was ich auch an Vorstellungen hatte, wofür es sich zu kämpfen lohnt, das ist auch da. Also so der Klassiker, Kinderhaus, Volvo vor der Tür, Rasen ist in einer gewissen Art und Weise geschnitten und auch kein Unkraut drin und all den ganzen Kram. Ich mache das bewusst mal so. Und irgendwie das Gefühl von Unzufriedenheit, also das heißt, das Gefühl von Kampf ist immer noch da. So, und jetzt gucke ich in einem gewissen Lebensalter, 30, 35, 40, auf den Tacho und sag, okay, das hat nicht geklappt. Und die einzige Idee, die wir oft haben, ist, ich muss dann den Kampf noch besser kämpfen. Also muss ich erstmal mein Leben aussortieren. Da muss ich habe mir offensichtlich falsche Instanzen in mein Leben gestellt, falsche Menschen in mein Leben gestellt. Ne, und dann fange ich an, Aschenputtel zu spielen und auszusortieren. Und das ist das, was man dann typischerweise Midlife Crisis nennt. Können wir dann auch nochmal separat drüber sprechen? Da können wir gerne nochmal drüber sprechen, ja. Ja. Weil das ja auch irgendwie, also jetzt vielleicht zu weit gesprochen, aber irgendwie ja dann auch als Beweis diesem Gefühl nochmal zusprechen. Ja, klar, klar bist du scheiße. Klar bist du dran schuld, ne? So ein bisschen. Ja, das Weil. ist die eine Geschichte und da teilt man natürlich die Urteile miteinander. In letzter Konsequenz fühlt sich es natürlich für denjenigen, der dann da draußen sich auf den Weg macht und sich erstmal befreit, natürlich auch befreiter an. Das ist ja irgendwie alles auch was Neues. Es war derselbe Kram, ich wiederhole dieselbe Schleife, denselben inneren Kampf, der ist mir nicht bewusst, aber dadurch, dass ich mich scheinbar von äußeren Instanzen trennen kann, sieht es erstmal leichter aus. Irgendwann 5, 6, 7 Jahre später komme ich an den Punkt, wo es dann doch wieder so ist. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, also dementsprechend gäbe es zwei Ausrichtungs mal sagen, Ausrichtungs, Ebenen sozusagen. Die erste Ebene wäre, dass man sich ganz offensichtlich klar macht, ich möchte das, was im Innern und dementsprechend ich selbst für Urteile über mich habe, anders sehen. Auch wenn ich noch nichts Neues habe, inklusive dass ich den potenziellen Widerstand, der auftaucht, nämlich die Argumentationen, die dann im Verstand so dagegen sprechen, die lasse ich sein als das, was sie sind, nämlich Gedanken, die über die Vergangenheit sprechen oder über die Zukunft. Und dementsprechend wäre es so eine Haltung zu sagen, ja, ich habe Gedanken an die Vergangenheit, an die Zukunft, aber ich bin das nicht. Das wäre etwas, was
sozusagen Mann und Frau sich sagen darf. Und damit schließt sich möglicherweise so die Frage an von, ja, wer bin ich denn dann? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich meine Gedanken bin. Ich habe gedacht, ich bin dieses Urteil, was ich über die Situation jetzt hier getroffen habe. Ich dachte, ich bin dieses Urteil, was ich über dieses Gefühl getroffen habe. Und da erkennen wir eins, dass das, was wir denken, in jedem Augenblick erfahren werden muss. Und dementsprechend sieht es natürlich so aus, dass wir diejenigen sind, also wie unsere Urteile sozusagen. Also wenn ich schuldig glaube zu sein, dann werde ich in jedem Augenblick die Wirkung dieses Gedankens und dieses Urteils erfahren in Verbindung eines Gefühls. Und was wir offensichtlich übersehen haben, ist, dass in dem Moment natürlich, sobald wir das Urteil getroffen haben von ich bin schuldig an der Trennung, an dem Alleinsein und so weiter und so fort, dass ich gleichzeitig durch dieses Urteil wieder gegen mich eingeladen bin zu kämpfen und dementsprechend gleichzeitig auch gegen ein Gefühl zu kämpfen, was aber hier und jetzt ganz offensichtlich wahrzunehmen ist. Und genau dort, wäre dann der Punkt zu sagen, okay, ich fange an dem Gefühl an. Und ich möchte mich und das Gefühl anders sehen. Und vor allem möchte ich Frieden sehen. Und wenn Frieden der natürliche Zustand von mir als dein Gefühl, wenn wir das nochmal so uns betrachten, dann kann das Urteil von, ich bin ein doofes Gefühl, ich bin ein Scheißgefühl, ich habe Schuld auf meiner Stirn stehen, dann darfst du, und dann, das ist das, was ich als Gefühl mir von dir wünsche, dass du das Urteil, was du über mich getroffen hast, mir von der Stirn nimmst. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf eine ebenbürtige Ebene kommen und du mich ebenbürtig mit dir sein lässt und eben nicht mich loswerden möchtest. Also ich als Gefühl möchte vor allem Frieden mit dir teilen, weil das eigentlich mein natürlicher Zustand ist als Gefühl mit dir. Was natürlich währenddessen die Trennung existiert, das heißt also, ich durch das Urteil in dir nicht sein darf, ist die logische Folge Kampf und Krieg zwischen uns beiden und natürlich gleichzeitig damit verknüpft auch in der Welt da draußen. Das ist sicherlich etwas, was ich natürlich erstmal beigebracht werden darf. Dass es erstens so einfach, so eigenverantwortlich gehen könnte. Und natürlich, ja, der Verstand spult dann ja möglicherweise vergangene Überzeugungen, die bisher als Realität angenommen wurden, wie das Leben ist, wie man selbst ist. Die sind ja auch berechtigt, wie du vorhin schon gesagt hast, ne? Das ist gar nicht so leicht. Dann in dem Moment, das so einfach in vollständiger Art und Weise zu akzeptieren und stehen zu lassen. Sondern dann kommt so eine verstandesgemäße Instanz rein, die dann sagt, ja, aber so einfach kann es nicht gehen und hast du mal in die Vergangenheit geguckt, das kann jetzt nicht alles vorbei sein und du kannst dich da nicht geirrt haben und tralalalala. Und in dem Moment werden wir natürlich mit eben Widerstand und Abwehr konfrontiert werden aus der verstandesgemäßen urteilenden Instanz. Und dort wieder die Aufmerksamkeit auf das Gefühl ausrichten und zu sagen, okay, ja, meine Vergangenheit sah so aus. Ich weiß jetzt, dass meine Urteile sofort
in Form einer Erfahrung selbst erfahren werden müssen. Das heißt also, meine eigenen Gedanken verlassen mich nicht. Ich kann mich von meinen eigenen Gedanken und von meinen eigenen Gefühlen nicht trennen. Und wenn ich bestimmte Ideen, also zum Beispiel die Idee von Schuld über mich habe, dann muss ich die Erfahrung von dem, was Schuld ist, erfahren, was dazu führt, dass eine Trennung in mir entsteht. Und somit ein Kampf. Gut. Und deswegen habe ich das auch mal so versucht, so darzustellen, dass ich als Gefühl die Instanz bin, die dir ein Friedensangebot macht. Und das mache ich sehr leise, weil ich kenne gar keinen Kampf, weil ich auch als Gefühl gar nicht denken kann und dementsprechend somit auch mit keinem Urteil unterwegs bin. Also ich als zum Beispiel ein schweres Gefühl, ein Gewicht in dir, hab über mich kein Urteil im Sinne von gut oder schlecht. Und angenommen, ich bin ein schweres, dunkles, vielleicht sogar schwarzes oder irgendwie gräuliches oder was auch immer Gefühl, wenn man dem eine Farbe geben wollen würde oder wenn das eine Farbe hätte, dann würden die meisten sagen, oh, dunkles Gefühl, doof. So, und die ganze Welt will natürlich Leichtigkeit. Und blinke, blinke und toll, toll, toll und ganz lang Spaß und Friede, Freude, Eierkuchen. Alles gut, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Das geht aber nicht, offensichtlich nicht ohne mich. Und sehen wir schon die Polarität. Da, wo Licht ist, ist automatisch Schatten. Das ist die Voraussetzung dazu. Und damit ist das Symbol von Yin und Yang natürlich immer ein gesamter Kreis. Aber der Verstand betrachtet beide Seiten immer als getrennt voneinander und versucht es auszusortieren und sagt, naja, ich will aber nur Licht. Und wir übersehen sozusagen im Zeichen von Yin und Yang diese kleinen Punkte in dem anderen Punkt. Das heißt also, das Dunkle ist im Hellen und mit dem Dunklen darüber verbunden und in dem Dunklen ist auch das Helle. Und somit ist es ein Kreislauf. Aber der Verstand trennt immer, urteilt immer. Also, ne, Urteil. Es ist immer ein Teilen. Es ist also nie das Ganze sehen. Und wenn ich ein Gefühl von dir bin, dann bist du eingeladen, dich selbst und mich als Ganzes in Verbindung zu sehen. Wenn du urteilend da drauf guckst, dann guckst du natürlich in dem Moment immer getrennt drauf. Du bist da als die, die du bist. Und in dir ist ein Gefühl, was getrennt betrachtet nicht gewollt wird. Und schon alleine das Nichtwollen ist ein Trennungsakt. Okay, ich möchte nicht mehr getrennt und somit unverbunden durch die Gegend laufen mit Instanzen, die in mir aber existieren. Und deswegen möchte ich das zukünftig anders sehen. Das wäre so das Angebot. Und interessant wäre, dass wir auf dieser Ebene dann sowas wie Liebeskummer, so wie getrennt sein, so wie allein sein, so wie Kampf an den unterschiedlichsten Ebenen, ob persönlich, gesellschaftlich und für uns selbst sofort, also hier und jetzt beendet wäre. Und wir eine Erfahrung machen würden, an allen Ecken und Enden dieser Welt, überall wo wir hingehen, wäre Frieden, weil er in uns existieren würde, weil er in dir existieren würde, weil er in mir existieren würde. Zuallererst. Das heißt also für Zufriedenheit und für den Frieden in dieser Welt. Aber das ist noch ein Stückchen hochranken und ich möchte keinen Druck machen. Ich und in dem Falle du mit deinem Urteil über dich
bist hier absolut bedeutsam. Nämlich, wenn du in dir den Frieden siehst und den Frieden anerkennen würdest, würdest du hier durch die Welt laufen und ein Ausdruck von Frieden sein. Und eben nicht von Kampf. Und eben nicht von Krieg und eben nicht von Unzufriedenheit. Und eben frei von Schuld und, was da alles noch mit an Urteilen hinten dranhängt. Halleluja. Das heißt, du würdest mir ein Angebot in jedem Augenblick von Zufriedenheit machen. Aus dir heraus. Nicht für mich, sondern weil es dein natürlicher Zustand ist. Na, habe ich da Bock, mich mit dir zu verbinden? Natürlich. Habe ich da Bock, Momente mit dir zu teilen? Natürlich. Ja, also es kommt so ein Gefühl hoch von so, jetzt bist du auch noch selber dran schuld, dass du selbst nicht mit dem Gefühl ins Reine kommst, so ein bisschen. Also in der Richtung funktioniert das dann auch nochmal. Vielleicht ist das nochmal ein Thema für ein anderes Gespräch. Ja, dass man es auf jeden Fall die Offenheit hat, es auszuprobieren und das vielleicht für sich anzunehmen. Ja. Ja. Ja, weil ich das kenne, habe ich im Vorfeld natürlich gesagt, ich möchte keinen Druck machen. Aber mit dieser Aussage ist es das, was du gerade reflektierst, ne? Dass dein Urteil über dich natürlich wichtig ist und somit aber dort, wo es in die Kerbe fällt, ist wieder Schuld. Also womit dein Wichtigsein beantwortet wird von siehste, guck. Und das ist das, was wir natürlich verlernen dürfen. Also in dem Falle auch das schuldhafte Betrachten von uns selbst und der Situation zu verlernen. Was also bedeutet, was wäre, wenn du frei von diesem Urteil von Schuld wärst? Und da sind wir wieder an dem potenziell gleichen Punkt wie bei unserem letzten Gespräch, dass es sich an vielen Stellen eben um Schuld dreht. Und die darauf folgenden Urteile, richtig, falsch, gut, schlecht, bla bla bla. Und in dem Moment ist es aber immer eine Qualität von Schuld, von Angst, von Mangel, von da passt irgendwas nicht, ist nicht rund, ist nicht vollständig, was auch immer. Und von daher geht es sozusagen darum, nicht irgendwo hinzukommen, sondern die Urteile und die Idee von Schuld zu verlernen. Und währenddessen ich die Urteile, die ich in der Vergangenheit mir so in die Tasche gesteckt habe und beigebracht habe, wenn ich die verlerne, wird automatisch gelernt werden, was die Alternative, nämlich was Zufriedenheit ist und was Geliebtsein ist und was Vollständigsein ist und was Verbundenheit bedeutet. Währenddessen ich mir das erlaube, also währenddessen ich mir erlaube, mich und das Gefühl mal als Beispiel anders zu sehen, wird sofort eine andere Wahrnehmung auftauchen. Wird sofort ein Entspannungspotenzial auftauchen, weil der Kampf nicht mehr so groß sein muss, wo man sagt, okay, ich lass einen Blick wenigstens zu. Für einen kurzen Moment reicht schon. Ah, okay, alles klar. Fühlt sich schon irgendwie anders an. Ich kann damit noch nicht so viel anfangen, ja. Der Verstand spult vielleicht auch irgendwelche Gedanken hoch und was machen wir jetzt damit? Was soll denn das jetzt? Und was ist denn, wo führt denn das hin? Und bla bla bla, was auch immer da irgendwie so auftauchen könnte. Und ich nehme die innere Referenz, nämlich das Gefühl als vielleicht zur Orientierung. Und sage, ich will das jetzt anders sehen, ich will mich anders sehen, ich möchte das Gefühl anders sehen. Und somit gehe ich vielleicht auch eher im Fühlen weiter. Und mal als Beispiel,
verbinde mich mit dem Gefühl, was vielleicht als Beschwerung und als Gewicht und als Klotz oder was auch immer vorher getragen werden müsste. Natürlich durch die Trennung und ich erlaube mir, mich mit diesem Gefühl zu verbinden. Und jetzt stell dir vor, ich wäre tatsächlich so ein schweres Gefühl und deine Beine würden jetzt schwer werden. Würde das sich eher entspannt anfühlen? Interessant, oder? Und wenn du dir vorstellst, dass deine Arme auch schwer werden und sozusagen die Anspannung des Tragens abfallen kann, würde es sich entspannt anfühlen? Interessant. Könnte es also sein, dass die Last, die wir vorher getragen haben, durch den Konflikt entstanden ist und wenn du dich damit verbindest, du dir das Potenzial dieses Gewichtes, nämlich dein Wichtigsein, in Anspruch nimmst und auf einmal Entspannung entsteht und eine Qualität von. Und dann sind wir am Anfang deiner Frage, die wir zum Ende unseres Gespräches jetzt beantwortet haben, inklusive einer Erfahrung. Ich wünsche dir einen entspannten Feiertag. Dankeschön. Es war mir eine innere Freude. Bis, tja, du hast ja also ein paar Themen noch in den Raum geworfen, wo wir nochmal drüber sprechen können. Also das heißt, ich nehme an, wir hören uns noch einmal. Bis dahin, hab einen schönen Tag. Dank. Dankeschön. Ciao.